Stellt euch vor, ihr lebt in einer von Göttern verlassenen Welt, die vor dem Ende steht und die letzte Hoffnung der Menschheit, ein Mann namens Sephir, stellt sich dem Gott der Zerstörung, und zwar Tartarus, und stirbt dann aber mit eisernem Willen. Hört sich das etwa wie das Ende an? Nein, das ist der Anfang von Doombreaker. Von den Göttern aus reinem Spaß zurückgebracht, befindet sich Sephir 10 Jahre in der Vergangenheit, mit neuen Fähigkeiten und Skills, um Rache für die verlorene Menschheit und seine Geliebten zu nehmen. Auf seiner endlos langen Racheliste stehen aber nicht nur die Dämonen, sondern auch die Götter, denn sie haben ihn im Stich gelassen. Wir begleiten also Sephir, wie er mit all seinem Wissen und seiner neuen Stärke seinen Weg neu angeht, und glaubt mir, dabei kommt es zu so vielen unglaublich schön gezeichneten Kampfszenen, die einen durch diese Story durchführt, die immer krasser wird und auch nicht vor dem ein oder anderen Plot-Twist zurückschreckt. Doombreaker ist ein Werk von Webtoon, der Nummer 1 auf der Welt, wenn es um digitale Webcomics geht. Von denen kommt übrigens auch The God of High School, Tower of God, All of Us Are Dead, Sweet Home oder auch Lore Olympus, ein Webtoon, der über 1,2 Milliarden Mal gelesen wurde. Auf deren Seite oder in der kostenlosen App könnt ihr richtig geil auch per Scroll-Funktion die ganzen Werke abchecken, und jede Woche kommen auch neue Kapitel raus. Falls ihr jetzt auch Bock habt, Doombreaker oder andere Werke abzuchecken, geht auf den ersten Link in der Beschreibung, da kommt ihr zu deren Seite, oder ladet euch die kostenlose App im App Store oder Play Store runter, und damit würde ich sagen, viel Spaß mit Webtoon.